Zurück bei unserer Wahlsondersendung Wahl 17, heute mit Art Hartmut Hewing. Er ist der FDP-Kandidat für Steglitz-Zehlendorf und wir sind bei der Frage Tegel. Ja. Natürlich, sagen Sie, muss Tegel offen bleiben, ist ja klar, steht hier auf Ihrem Wahlplakat. Nur manchmal habe ich so den Eindruck, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, ist das vielleicht doch nicht so ganz einfach zu sagen, das wollen wir offen halten, muss renoviert werden. Ja, zwei Flughäfen gibt es dann. Die Koordination muss klappen. Ja, aber alleine schon die Frage der Renovierung. Also wir können doch nicht jetzt. Zunächst hat der Senat seit 20 Jahren Tegel nichts mehr dran gemacht, weil er von ausgegangen ist, also Auslaufmodell ist. Es wurden die Fenster nicht in den aktuellen Lärmschutzbedingungen angepasst. Und jetzt sagt Herr Müller, wir müssen jetzt Tegel renovieren. Das ist einfach, finde ich schon, etwas ein Unding, das jetzt sozusagen der Bevölkerung zu sagen, wir müssen Tegel schließen, weil wir nicht renoviert haben. Also jedes Das Objekt. Sagt er nicht. Wir müssen Tegel nicht schließen, weil wir nicht renoviert haben. Das sagt er indirekt auch. Er sagt, dass viel zu viele Kosten entstehen, wenn wir Tegel offen halten. Und die Kosten, die er, nämlich Michael Müller, nennt, sind reine Renovierungskosten des Flughafengebäudes. Da ist nichts weiter dabei. Und das ist ja die Renovierungskosten, das ist ja das Drama in unserem Haushaltsrecht, dass das Haushaltsrecht keine Renovierungs- und keine Instandsetzungsmaßnahmen vorsieht. Siehe Schulen, siehe auch Flughafen Tegel. Und ich kann jetzt nicht jetzt argumentieren, ich brauche das Geld, um den Flughafen Tegel zu renovieren. Das Geld brauche ich immer, um Gebäude zu renovieren. Das ist also kein Argument, das für uns zählt. Das zweite Argument, was kommt, ist, der Flughafen Tegel kann nicht wirtschaftlich arbeiten. Ich weiß nicht, also früher, also als wir nach Tempelhof hatten, wurde gesagt, Flughafen Tempelhof kann nicht wirtschaftlich arbeiten. Und ich bin ja Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, kann also ein paar Zahlen lesen, wenn man gesehen hat, welche Fixkosten umgelegt worden sind auf Tempelhof, um Tempelhof sozusagen ins Negative rutschen zu lassen. So passiert es jetzt auch. Natürlich Flughafen kostet Geld, aber Flughafen bringt auch Geld ein. Und insofern ist das Argument, Flughafen Tegel neben BR kann nicht wirtschaftlich... Ich sehe, Sie kämpfen engagiert für das, was Ihre Partei will. Naja, also in dem Falle ist es tatsächlich nicht, ich kämpfe deshalb nicht, weil es meine Partei will, sondern weil ich es wirklich eine vernünftige Entscheidung finde, zwei Flughäfen zu haben. Wir kommen mit BER nicht zurecht, wenn er überhaupt aufgemacht wird, aber wir werden nicht zurechtkommen. Und das Argument, was wir jetzt ja gestern und vorgestern schon hören, ja, jetzt brauchen wir den Tegel auf keinen Fall, weil er Berlin pleite ist, ist auch kein Argument, denn wir sehen ja, dass 6 oder 7 Fluggesellschaften sich wirklich dafür sozusagen nur gewartet haben, dass Air Berlin pleite geht, damit die Schulden ja dann gestrichen werden können und die Landerechte und die Slots dann übernommen werden können. Also von daher, das Argument, dass Air Berlin jetzt Konkurs ist, geht auch nicht. Und wir werden Kapazitätsprobleme bekommen und wenn der Flughafen einmal zu ist, dann ist er zu. Und auch, das ist glaube ich auch eine Frage, auch der politischen Einstellung. Unabhängig davon, was Herr Diebken und damals aus Brandenburg sich dabei gedacht haben. Stolper war das noch, ne? Es ist 21 Jahre her und die Welt hat sich geändert, die Zeit hat sich geändert und ich kann, also wir als Liberale, wir sagen nicht, wir müssen die Autobahn, wenn wir zu viel Verkehr auf den Autobahnen haben, dann dürfen die Bürger nicht mehr auf die Autobahn. Das wird ja auch gesagt von, ich weiß nicht, Grüne oder SPD, ich will jetzt keinen, aber der rot-rot-grünen Koalition. Berlin muss nach unserer Meinung nach eine wachsende Stadt sein. Die Stadt muss moderner sein, muss weltoffen bleiben und auch werden. Und dazu gehört wirklich auch die Möglichkeit, sozusagen Berlin zu erreichen. Schließen wir mal Tegel ab. Ja. Wir wollen mal sehen, wie der Volksentscheid ausgeht. Der ist ja nur eine Empfehlung dann für den rot-rot-grünen Senat, der auch wiederum nicht alleine entscheidend ist. Da kommt der Bund als Gesellschaft am Brandenburg noch dazu. Also darüber diskutieren wir dann noch. Wenn Sie dann im Bundestag sind, dann wird das sicherlich ein Thema werden, weil ja der Bund auch überredet werden muss. Ja. Ein typisches FDP-Thema ist natürlich die persönliche Freiheit, haben wir eben schon gesagt, ja. Die Verantwortung. Wenn Sie jetzt diese ganze Diesel-Diskussion anschauen mit Fahrverboten für Dieselautos, wie stehen Sie denn dazu als Liberaler? Sagen Sie jedem sein Auto? Oder jedem seine Umwelt oder jedem seinen Feinstaub oder jedem seine Frischluft? Also das differenziere ich schon, weil auf der einen Seite natürlich das Auto Zeichen auch des Individualismus ist.
Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch um die Umwelt kümmern. Was ich aber nicht verstehe, was ich wirklich nicht verstehe und wo also ich auch wirklich Bauchschmerzen bekomme. Wir haben in Deutschland 3 Autohersteller, VW, Daimler, wen haben wir noch? BMW. Ja, wir haben auch einen Opel. Opel haben wir auch noch. Ja, Ford haben wir auch noch. Ja, genau, mit Produktions. Ja. Jedenfalls, wir haben also, und die ja auch wirklich enorme Arbeitskräfte natürlich, das ist gut, aber auch, wo auch die Führungsetagen auch wirklich ganz gut verdienen, was sie auch tun sollen. Aber es kann nicht sein, dass wirklich die Autohersteller die Bevölkerung jahrelang betrogen hat. Sie haben, das ist ja inzwischen wirklich so, dass ich meine, ich weiß gar nicht, wer alles da mitgemacht hat, aber es kann nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass das ist einfach für mich ein Grundprinzip. Wer was verbockt hat, muss es auch wieder ausbügeln. Also es kann hier nicht die Frage sein, dass derjenige, der sich ein Dieselauto gekauft hat, im guten Glauben, dass die Dieselautos sauber sind. Das war ja mal eine Zeit lang, dass man gesagt hat, kauf lieber ein Dieselauto, das ist sauberer als ein Benziner. Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung jetzt sozusagen den Mist, den die Hersteller also keine Fahrverbote? Keine Fahrverbote, sondern Nachrüsten durch die Hersteller. Ja, und wenn das nicht geht? Ja, das sagen ja, das geht nicht. Also ich höre, es geht natürlich, nur die Industrie drückt sich vor. Ich höre, es geht. Ich höre, es geht schon seit langem. Ja. Und wenn es, also nehmen wir die Aussage mit. Und wenn es nicht geht, dann tatsächlich, sage ich mal so, wenn es, ich habe gerade gestern was gelesen, die Schadstoffbelastung auf der Straße ist nur 10% der Schadstoffbelastung hier zum Beispiel in Büroräumen, also rein von den Vorschriften her gesehen. Also das ist, da habe ich auch gedacht, aha, da müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, wollen wir lieber nicht diskutieren, ne? Ja, alle aus den Büros raus auf die Straße. Genau, die Straße ist zurzeit, ja? wenn das stimmen sollte, ja. ist die Zeit sauberer als die meisten Büros. Na gut, darüber denken wir nochmal nach. Also halten wir erstmal fest, Sie als FDP-Kandidat sagen kein Fahrverbot, ja. Ja, sondern nachrüsten. Aber wenn das nicht geht, weil die Autos zu alt sind, ja, Dieselautos mit der Norm 4, glaube ich, sind schon zu alt. Ja, was dann? Ja, da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir auch das Programm, und zwar das Programm sollte dann nicht vom Staat sein, weil der Staat hat es ja nicht verursacht, sondern sollte tatsächlich von den Autoherstellern kommen, dass eben Angebote stattfinden. Also am besten austauschen, Altauto gegen neues Auto. Genau, weil ich meine, wer den Mist verbockt hat, muss ihn auch wieder gerade richten. Das ist sozusagen auch ein Grundsatz, finde ich, des Liberalismus, weil das ist auch Eigenverantwortung. Also, es ist in der Welt jetzt, Sie haben es gesagt. Ja. Altauto gegen Neuauto tauschen. Mal sehen, wie sich die Autofirmen bei Ihnen melden. Ja. Wie viele 3 Millionen alte Diesel gibt es? Ja, aber es hilft ja nichts. Also, Sie sind doch eine wirtschaftsliberale Partei. Ja. Habe ich mal gelernt. Ja. Ja. Und mit diesem Austauschmodell wären doch die Autofirmen pleite. Nein. Sie haben ja, also erstmal werden sie nicht pleite, sondern sie machen ja sozusagen, wenn sie austauschen, können Sie ja sogar Ihre Neuproduktion absetzen oder... Ja, aber Sie kriegen kein Geld dafür. Naja, Austausch heißt, ich kriege 1:1 getauscht. Sie haben auch das Geld schon vorher bekommen. Also von daher, wir haben das doch gesehen, auch VW ist nicht pleite gegangen, weil USA sozusagen die Strafen festgesetzt haben. Das ist ja nicht... Also ich kann ja... Wir sind wirtschaftsfreundlich, aber auch Wirtschaft muss ihre Verantwortung tragen. Es kann nicht sein, dass Wirtschaft sozusagen zu Lasten und vor allem noch zu Lasten auch noch wirklich in betrügerischer Form des Konsumenten und auch des Bürgers arbeitet. Freund, klare Worte, Hartmut Ebbing. Aber wenn ich die Kanzlerin höre, die genauso kritisch inzwischen ist und mit der Sie ja wahrscheinlich eine neue Regierung bilden wollen, wäre das in Ihrem Sinne schwarz-gelb? In meinem Sinne, sage ich mal, ist so, dass ich gerne möchte, dass die Bevölkerung sieht, dass die liberale Kraft wieder da ist. Und eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn wir wirklich gute Oppositionsarbeit machen können, weil da können wir wirklich einfach auch sagen, zeigen, was wir können. Wir werden uns, was immer passiert, sicherlich nicht von der Verantwortung drücken können. Und das würde auch dem Wähler nicht gerecht werden. Aber wenn Sie mich fragen, was ich am liebsten hätte am liebsten
die Oppositionsbank, weil da können wir uns sicher. Das habe ich von keinem Politiker bisher gehört, dass er sagt, am liebsten hätte er die Oppositionsbank. In den nächsten 4 Jahren. Ja, der Spruch heißt immer, Opposition ist Mist, sagen alle. Und Sie würden da lieber sitzen? Das ist ein hartes Brot, Sie können ja nichts gestalten. Ja, natürlich möchte ein Politiker gerne gestalten. Wir haben, das ist glaube ich auch die Bedingung, wenn wir, ich hoffe auch, dass wir das, dass wir so stark sind, dass wir das auch so durchsetzen. Wenn wir sozusagen, in welcher Form auch immer, mit welcher Partei auch immer mitregieren, also mitgestalten dürfen können, dann nur dann, wenn tatsächlich auch ein paar Punkte aus unserem Wahlprogramm auch durchgesetzt werden. Ich hoffe, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie 2009. Dass wir sozusagen nur um des Regierens Willens uns sozusagen, gerade 2009 hatten wir ja letztendlich als einziges Thema die Steuerreform, die uns auch noch wegzunehmen. Das war letztendlich, glaube ich, ein Riesenfehler, weil wir nämlich nicht die Chance bekommen hatten, uns tatsächlich zu beweisen. Sie wurden dafür ja auch bestraft, dann 2013, ja, finde auch. Aus dem Bundestag. Schlussfrage, würde Ihnen denn auch eine Koalition rot-gelb gefallen mit der SPD? Ich persönlich, wenn man meine politische Herkunft etwas genauer sieht, habe persönlich nie Probleme mit der SPD gehabt. Ich komme ja, wenn man das so sagen kann, eher aus der sozialliberalen Ecke. Und ich hätte kein Problem, wenn es denn wirklich sinnvolle Programme sind. Also am liebsten hätte Hartmut Ebbich Platz 3 auf der Landesliste und Spitzenkandidat Steglitz-Zehlendorf die Oppositionsbank. Aber auch nichts gegen Rot-Gelb einzuwenden. Auch nichts gegen Schwarz-Gelb. Wie am 24. September gewählt wird, auch in Sachen Tegel wird dann eine Volksabstimmung stattfinden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute da waren und dass wir die Position der FDP heute etwas herausgearbeitet haben und erkannt haben, was Sie wollen. Verantwortung für den Einzelnen ist das Wichtigste. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns am Montagabend wieder, 20.15 Uhr. Dann wieder Wahl-Sondersendung und von Dienstag bis Freitag jeweils 21.15 Uhr. Vielen Dank und schönes Wochenende und tschüss.